So, hallo, mein lieber Steinbock. Und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vikastern. Heute schauen wir uns die Karten an für unseren lieben Steinbock. Und zwar schauen wir uns den März an. Was ist euer Hauptthema? Was kommt auf euch zu? Und vor allem, was ist euer blinder Fleck? Was seht ihr nicht kommen? Wir schauen natürlich auch an, was die Karten euch dazu raten. Ihr dürft auch eure anderen Placements anschauen, wie Venus, Mond oder euren Aszendenten. Manchmal passen diese einfach besser. Bitte beachtet wirklich, das ist nur ein allgemeines Reading, also es kann nicht für alle passen. Das ist auch völlig in Ordnung. Nimm nur das, was passt. Und das, was nicht passt, biege nichts zurecht und lass es einfach sein. Das ist okay. So. Lieber Steinbock, bist du bereit? Lass uns loslegen. Hauptthema für den lieben Steinbock im Monat März. Steinbock, bitte. Hauptthema. Ui. Zwei der Schwerter. Und unter dem Deck sechs der Schwerter. Ihr wählt einen neuen Weg. Ihr überschreitet den Fluss. Verlässt das Wilde, was turbulent war, und geht rüber. Doch ihr seid extrem unentschlossen, ob das wirklich das Richtige ist. Zweifel. Die Frage ist, habt ihr Zweifel, weil ihr vielleicht mehrere Wege offen habt? Oder sind es mehr Selbstzweifel, vielleicht durch Ängste? Schauen wir mal, was die kleinen Karten dazu sagen. Warum zwei? Der Schwert von dem Steinbock. Und es ist immer eine Entscheidung mit so einem bitteren Nachgeschmack. So, muss ich entscheiden. Schauen wir mal. Ja, oh, klare Worte werden gesprochen. Du hast sicher die Chance, die Wahrheit zu finden. Also wenn du irgendwie etwas, wenn du auf irgendeine Antwort wartest, sei es in der Liebe, im Beruf, für dich selbst, wirst du sie bekommen. Mit dem Stern Glück, Heilung und auch, dass du das so ein bisschen meine Mittelpunktkarte, dass du auch mal auf dich schauen darfst, dass sich einmal um dich dreht und nicht immer nur um die anderen. Ja, das ist sehr interessant. Schauen wir doch mal weiter, was auf dich zukommt, lieber Steinbock. Steinbock, Monat März, bitte. Steinbock, Monat März. Ui. Die Sonne. Glück. Im März hast du sehr viel Glück. Auch wenn du jetzt vielleicht das Gefühl hast, dass es ist nicht der Fall, du hast Glück. Mach einfach die Augen auf, dann siehst du es. Aber hier haben wir ganz klar neun der Schwerter. Also ihr werdet eingeholt von alten Ängsten, was auch immer das war. Das wird ein bisschen an euch nagen. Aber hier sehe ich ein bisschen einen Neuanfang. Also ihr reißt euch zusammen, denn ihr habt alles, was ihr braucht für diesen Weg oder diesen Neuanfang, den ihr beschreiten wollt oder diese Entscheidung. Denn hier kommt mit der Hohe Priester, also eben wie der Magier, der Hohe Priester. Man sagt, das ist eine traditionelle Karte, kann eine Lehre andeuten oder ein langfristiger Vertrag, wie zum Beispiel Heirat oder ein Arbeitsvertrag. Vielleicht werden einige von euch einen neuen Vertrag erhalten oder euch dazu entschließen, vielleicht euch weiterzubilden. Ihr werdet merken, dass ihr alles habt. Alles, jede Fähigkeit. Schauen wir mit den Kleinen zuerst noch ein bisschen genauer rein. Nein. Swords.
Schwerter bitte. Ja, ihr bekommt eine Nachricht. Vielleicht habt ihr ein bisschen Angst vor dieser Nachricht. Ja. Ihr habt ein bisschen Angst. Ihr habt Angst vor Betrügereien. Vielleicht wurdet ihr in der Vergangenheit betrogen oder das kann im beruflichen oder in der Liebe sein, Sinne sein. Ihr wurdet, es ist wirklich eine kleine Angst da, vor Betrug. Ihr könnt das Glück am Anfang, ihr getraut euch fast nicht danach zu greifen, weil ihr Angst habt, dass jemand euch das Glück wieder wegnimmt. Ja, sehe ich ganz stark. Ein Ende, etwas geht zu Ende, abrupt, ah, sehr gut, das Toxische. Also etwas, was nicht gesund war, was an euch wirklich genagt hat, geht zu Ende und so abrupt, hört auf. Ich habe das Gefühl, es könnte gut sein, dass ihr das seid, dass die ein Ende macht. Aber ja, was habe ich gesagt? König der Schwerter, hart, aber gerecht mit klaren Worten. Ihr analysiert alles ganz genau mit einem kühlen Kopf und dann trefft ihr eure Entscheidung. Vielleicht werden das einige ein bisschen als brutaler empfinden, doch es ist immer eine gerechte Entscheidung. Eine Entscheidung, welche für euch gut ist. Und diese Entscheidung führt zu etwas Langfristigem. Ah, ihr haltet noch an Geld fest. Vier der Münzen. Also einige von euch werden vielleicht auch eine Entscheidung im finanziellen Sinne treffen oder ihr werdet einfach generell an eure Entscheidung festhalten. Und das finde ich gut. Schauen wir weiter. Huchala. Mein Gott. Ah, Neuanfang. Motiviert für Tatendrang. Bube der Stäbe ist wirklich einer, der möchte neu anfangen. Er ist extrem motiviert. Pure Leidenschaft. Und hier auch wieder. Ass der Stäbe. Ist für mich auch immer eine Karte für Selbstständigkeit. Also eventuell seid ihr euch hier am Überlegen, weil mit dem Eremit in welche Richtung es geht. Also ihr möchtet etwas komplett Neues, ihr möchtet euch verwirklichen. Ich habe das Gefühl, könnte wirklich stark im beruflichen Sinne sein, muss nicht, kann natürlich auch in der Liebe sein, dass ihr euch dort etwas umorientieren wollt, weil hier mit der Nostalgiekarte 6 der Kelche könnte wirklich sein, dass ihr vielleicht an Ex-Partner nachdenkt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, muss aber nicht. Oder ihr überlegt wirklich, was auch in der Vergangenheit so war im beruflichen Bereich. Schauen wir mal weiter. Geht's voran? Uchala. Schon wieder 4 der Münzen. Aber sehr gut. Ass der Münzen. Warum? Ich habe das Gefühl, ihr erwartet zu viel. Oder seid ungeduldig. Nein, ungeduldig, besseres Wort. Ungeduldig. Ja, schon wieder. Ihr seid voller Tatendrang. Also am Anfang wirklich ein bisschen so, ein bisschen kritisch. Dann macht ihr einen kompletten Schlussstrich. Eine Entscheidung wird gefällt und die zieht ihr auch durch. Und diese Entscheidung motiviert euch so stark. Ihr seid voller Tatendrang und ihr überlegt, ihr macht einen Plan in eurem Kopf. Und ihr haltet, könnte sein, dass vielleicht einige von euch wirklich beschließen werden, ein bisschen Geld zu sparen oder an etwas, an eine Idee festzuhalten.
Weil hier kommt ein Angebot. Also ihr habt eine Chance auf finanziellen Wohlstand, ganz klar. Hier kommt ein Angebot rein. Kann natürlich auf emotionaler Basis auch sein, dass ihr eine emotionale Fülle erlebt. Aber kann auch wirklich im materiellen sein. Also ich spüre wirklich sehr stark mehr im beruflichen Sinne. Auch mit dem Ass der Stäbe. Pure Energie, wirklich Tatendrang. Aber mit Fünf der Schwerter, ha, das gibt immer so ein bisschen ein kleiner, so ein Nachgeschmack, so ein bitterer Nachgeschmack, dass man sich ein bisschen, ja, man hat das Gefühl, man hätte es besser machen können oder man hätte mehr erreichen können. Man hat das Gefühl, man hat den Kampf verloren. Aber mit dieser Kombination denke ich eher, ihr habt nur das Gefühl, aber dabei habt ihr Jackpot, aber vielleicht seht ihr es noch nicht, weil ihr vielleicht mehr wolltet. Habt einfach Geduld, es kommt sicher mehr. Ja, vor allem hier. Hä? Geld? Es kommt. Nur Geduld haben. Vier der Mützen. Ja, ihr macht euch auf den Weg. Ihr entschließt euch. Ganz klar. Hierophant. Schon wieder. Aha. Zweimal. Vielleicht ein neuer Arbeitsvertrag oder eine neue Position. Oh. Schicksalsrat. Dieses Angebot und dieser Vertrag, ich sage immer, wenn das Schicksalsrat kommt, gibt es immer eine Wende im Leben. Das heißt für euch, dieses Angebot, dieser Vertrag wird euch in einen neuen, wie soll ich sagen, Lebenszyklus bringen. Das heißt, es besteht eine Möglichkeit, dass euer Schicksalsweg beginnt, dass ihr eure Berufung findet oder euren Seelenpartner in der Liebe. Hier, ihr seid immer noch ein bisschen kritisch, ob das wirklich ein gutes Angebot ist. Es kommt plötzlich das Angebot, geht schnell und wahrscheinlich müsst ihr euch relativ schnell entscheiden. Und ihr seid extrem kritisch. Ihr schaut es ganz genau an. Ist es wirklich das, was ich will? Hier extrem. Ob es das ist, was ihr wollt, das muss jeder für sich entscheiden. Was ist das Resultat? Ah, hört auf, an Vergangenes zu denken. Und das immer vierte Kelche ist immer so eine Karte, wenn man sich es genau überlegt. Warum überlegt man es sich genau? Weil man wahrscheinlich noch an der Vergangenheit ein bisschen nachdenkt oder vergleicht, haltet einfach euer Ziel vor Augen. Wie kommt ihr am schnellsten zu eurem Ziel? Und auch wenn es halt länger dauert, lieber länger und stabil, anstatt kurz und steinig und mit einem Abgrund. Also wisst ihr, was ich meine? Weil hier kommt, ihr seid wieder wirklich, ihr seid wirklich ein bisschen skeptisch. Ist es wirklich ein gutes Angebot? Ich schaue, vielleicht bekommt ihr auch mehrere. Kann gut sein. Schon wieder hier, Tower. Hä? Ah, nein, das war ein anderes Sternzeichen, excuse. Der Turm. Ihr seid ein bisschen, ja, unentschlossen, wieder eine Entscheidung. Oder ihr bekommt zwei Angebote und ihr könnt euch nicht entscheiden, welches besser ist. Das wird natürlich auch gut sein. Ja, einige werden das Problem haben. Justice. Ihr werdet euch entscheiden. Und zwar werdet ihr euch wahrscheinlich entscheiden, dort, wo es eine Person gibt, die euch viel beibringen kann, die euch auch wirklich dazu bringen kann, aufzusteigen, die euch ein bisschen unter eure Fittiche nimmt.
Und es wird wirklich schnell gehen. Dort, wo ihr wirklich seht, dass der Herrscher. Ah, die zweite seht ihr gar nicht. Entschuldigung. Der Herrscher und der Ritter der Stäbe. Schauen wir mal nochmal die vier der Kelche im Resultat an. Ja. Ihr überlegt, bei wem kann ich am schnellsten ernten? Was bringt mich am schnellsten zum Ziel? Das ist euer Hauptproblem, ja. Entscheidung. Also ihr werdet euch entscheiden, ihr werdet es wissen. Plötzlich wird es sonnenklar. So. Ja. Ah, schon wieder, hä? Schicksalsrat. Ja, ich denke, das Neue ist eure Bestimmung. Schaut, wenn ihr mehrere Angebote habt, hört wirklich auf eure Intuition. Es ist manchmal nicht immer, wie geht der Spruch, alles Gold, was glänzt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hört auf eure Intuition, lasst euch Zeit und überlegt gut und entscheidet auch mit dem Herzen. Also schon mit dem Kopf, aber auch mit dem Herzen, nicht nur mit dem Kopf. Was ist der Rat der Karten? Ja, der Empress. Seid geduldig, Intuition. Geduld und intuitiv sein. Das ist euer Rat. Es muss wachsen. Es kann nicht von heute auf morgen. Es ist wie wenn du ein Haus bauen willst. Das dauert auch einen Moment, bis es steht. Was ist dir nicht bewusst, dein blinder Fleck? Oh, du sollst mehr in dich gehen. Dir ist nicht bewusst, dass du vielleicht ein bisschen mehr überlegen sollst, was du wirklich möchtest. Was macht dich glücklich? Was erwartest du? Sei es in der Partnerschaft, sei es im Beruf. Was macht dich glücklich? Stell dir vor, wenn du aufstehst, wie sieht dein Alltag aus? Wie soll er aussehen? Und dann gleichst du deine Vorstellungen, deine Bedürfnisse mit dem Angebot ab. Ja, Zusammenkunft. Ja, interessant. Schauen wir nochmal mit den Orakelkarten noch zum Schluss. Monat März für den Steinbock. Also sehr intensiv. Ihr werdet geführt, Spirit Guide. Also das Universum wird euch alles, was gut ist für euch, euch vor die Füße legen. Ah, Wiedergeburt, Neuanfang. Das passt zu Schicksalsrat. Transformation. Ihr werdet wirklich einen komplett neuen Weg beschreiten, einen neuen Lebensabschnitt. Schön. Ja, was habe ich gesagt? Karriere. Ja, bei diesem Reading hatte ich stark das Gefühl, es dreht sich mehr um die Berufung, um den eigenen Erfolg. Ja, aber natürlich vielleicht für einige auch für die Liebe, aber die Mehrheit wahrscheinlich eher Beruf. So, mein lieber Steinbock, ich hoffe, euch allen, die zugeschaut haben das, die Legung toll gefunden und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.